Moin Moin Pyros und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gehen wir uns mal ins Lubice so einen Feuerwerksladen anschauen. Den habe ich vor 2 Jahren schon mal abgefilmt, aber doppelt hält besser. Da gibt ja immer wieder neue Produkte. Alles klar, gehen wir mal direkt rein. Hier stehen schon direkt die Mörser rum. Selbstverständlich ist das nur Schau, ne? Ihr wisst Bescheid. Hier geht schon richtig los. Richtig schöne Bukettraketen. 905. Volle Granate. Das läuft. Hier geht's weiter. Richtig schöne große Röhlis. So muss das sein. Da geht das Pyroherz auf. Übrigens hier von Zink. Jede Menge am Start. Auch hier Pyromax. Große, große Bombenrohre. So muss das. Römische Lichter vom Allerfeinsten. No Limits. Da ist kein Limit vorhanden. Ich sage es euch. Funke hat er auch am Start. Hier, richtig schön, die Skrimoke 2. Dann geht es direkt weiter hier mit der Jorge. Auch Salutrakete. Wunderschön. Shellsets ohne Ende vorhanden. Hier FP3, ganze Kartons, so muss das. Herrlich, Herz allerliebst. Richtig dicke, fette Betzen hier. Schaut es euch an. Von Tropic. Da geht das Pyroherz auf. Wahnsinn. Alle möglichen Kaliber. Hier, Jorge, Betzen, Nemesis, White Baron, herrlich, Triplex, alles am Start, dicke, fette VEs, Artillerieschilds, das rockt richtig, herrlich, hier, Dumbum-Betzen, zum stattlichen Preis, 50 Euro für so ein Teil ist absolut nicht zu viel, richtig nice, direkt noch eine dabei. Hier weitere Jorgebetzen, 30 mm. Schaut es euch an. Herrlich, herrlich, herrlich. Jorge, Jorge, Jorge. Tomaschek ist auch dabei. Haben wir hier Platinum-Serie, genau. Das sind richtig nice Cakes. Und 50 Euro für so einen Block ist absolut nicht zu viel. Ihr könnt auch noch ein bisschen handeln. 10% sind mit Sicherheit immer drin. Hier noch schön. Riesen Fächer-Cakes. Von Jorge, noch die alte Edition, für einen 60er, für einen schlappen 60er, Jungs. Kannst du nicht meckern, kannst du immer mitnehmen. Exklusiv Collection, auch am Start, 55, 30 mm, das rockt, 49 Schuss, ohne Ende Betzen. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt draufhalten soll. Hier, schaut es euch mal an, die alte Achilles. Da geht doch das Pyroherz auf, oder? Die könnte man doch direkt anzünden. Für 95 geht auch absolut klar. Woanders zahlt er dafür gut und gerne mal 140 aufwärts. Hier, der Zeppelin, auch am Start. Richtig fette Betzen. Die müssen Silvester einfach sein. Hier unten hat er noch einen dickeren Block. Aber ich glaube, das ist genau 4-1. Ja, so schaut's aus. Ganz egal, rockt auch. Hier, noch einer. Ohne Ende am Start. Hat er hier auch noch Triplex. So, den mäßigen Style gemacht. Schaut euch diese Bitblocke an. Ja, das läuft. Schuh daneben. Das ist mal ein Block. Nicht wie die Alligator aus dem Aldi oder so. Hier. 200 Schuss Cake. Richtig nice. Triplex. Ah. Selbstverständlich auch was für die Kleinen drin dabei. In Deutschland wären das immer noch Riesenblöcke. Sunderwayne, richtig schöne Betze. Hier, schaut es euch an. Ich kann gar nicht überall draufhalten. So viel hat er hier stehen. Ehrlich, hier, Scream. Das ist eine richtig, richtig geile Five- und Titanium-Salut-Betze. Die kann ich wärmstens empfehlen. Geht richtig steil. Die kleine ist schon gut, die große ist noch besser. Zum schwitzen Preis, ich glaube, der macht hier so 15 oder 20 Euro für das Teil. Geht absolut klar. Hier, Exklusiv Collection. Auch mehrere am Start stehen. Alles voll. Gut. Hier auch. 400 Schuss. Global. Triplex. Mann, Mann, Mann. Ehrlich, du. Was haben wir hier? Noch mehr Blöcke. Blöcke ohne Ende. Schaut es euch an. Schaut auf jeden Fall mal an dem Laden vorbei. Das ist ordentlich. Slobice. Ah, Torpedo, Torpeda. Hier auch eine richtig geile
Cake. Was müsste das sein? Pyromax, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wer macht denn mal um? Nee, auch eine Triplex. Hier, schauen wir mal die Daten an. Das ist krass. 1000 Gramm. 1000 Gramm Big Blocker. Ehrlich, du. Junge, Junge, Junge. Punisher, auch dabei. Fireball, XXL. Das ist aber Pyromax. Hier, 50 mm Kaliber. Ganz ehrlich, das ist ordentlich. Das kann sich sehen lassen. Skull, auch dabei, 50 mm. Und verschiedenste Raketensets. Was haben wir hier? Was ist das für eine Marke? Ist mir gerade gar nicht ersichtlich. Drehen wir mal um, könnte Tomaschek sein. Hm? Steht nicht drauf. Naja, gut, okay. Geht's weiter. Hier, Pyromax, definitiv, No Limits. Riesenraketen. Läuft. Also wirklich richtig geile Pyromax-Raketen. Hier auch noch fette andere Raketen, auch 35 Euro. Für so viele geht auf jeden Fall steil. Hier, was ist das für ein schönes Set? Das sind ja noch heftigere Dinger. Eros, meine Fresse. Das ist ein Raketenset. Was ist denn das für eine Marke hier? Mal gleich mal gucken hier. Sieht man gar nicht. Krass. Naja, ist auch scheißegal welche Marke. Hauptsache die Raketen rocken, oder? Ich sage auf jeden Fall ja. Da oben auch noch ein fettes Raketenset. Von Maxim. Die gehen auch immer wieder steil. Das dürfte doch für Silvester auf jeden Fall reichen. Jede Menge drinne. Direkt zwei Packungen von da. Und hier die Bazooka. Die darf auf keinen Fall fehlen. Tolles Teil von Pyromax. Direkt dreifache Ausführung. Hier, 30 Euro für so ein Raketenset. Der ist auch nicht so viel. Auch Maxim. Und noch eins. Triplex-Raketen. Auch dabei. Ordentlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Stattlich. Hier, weitere Salut-Raketen. Die ganzen Decken Haufen von. Gut, was haben wir hier? Hier geht's denn an Dresden? Können wir schon mal eintippen. Was kostet das alles? Gut. Boah, guck mal hier. Richtig geil. Zink. Knallpatron. Aber Knallpatron. Das läuft. Weitere Betzen hier. Die alten. Boah, das sind die Petardas. Krass. TXP. Genau. Das sind die guten Dinger noch. Hat einen ganzen Haufen von stehen hier. Hier, die alten Dumbum noch. 5 Gramm. Das lohnt sich. Was hat er hier noch für Dumbum? Auch die alten. Raketensets. Weitere Knallpatronen. Junge, Junge, der hat eine Menge hier stehen. Hier, Red Torch. Der ganze VE. Hier ein bisschen Kleinzeugs für zwischendurch. Muss ja nicht immer der Riesenknall sein, ne? Hier, richtig schöner Rauch. Alles dabei. Triangle-Knaller. Läuft, selbstverständlich. Vulkane müssen auch immer wieder sein. Und Bengalos, richtig gute Dinger. Auch einen ganzen Haufen von. Was haben wir hier Schönes? Auch Jorge-Knaller. Welche sind das denn nochmal? Ach nee, das sind gar keine Knaller. Hier, läuft. Für einen 15er. Kann man definitiv machen, eine richtig schöne Crazy Whistling Batterie. Schöne Matten hat er auch am Start, auch für 15er. 200 Schuss, das geht definitiv. Und auch immer wieder Rauch und eine fette Celebration Cracker, 2000 Schuss. Die geht auch immer wieder steil. Hier, schöner neuer Böller von Tropic. Funk ist selbstverständlich auch am Start. PS5, FP3 Small, Funkschlag 3, alles dabei. Hier, ist aber noch Schönes. Die Originalen. Ach, das sind sogar noch die 3 Gramm von Jorge. Das sind die guten noch. Definitiv. Strobis auch am Start. 60 Sekunden von Triplex. Noch verschiedene kleine Corsairs und Doppelschläge. Triplex. Macht auf jeden Fall Spaß. Hier oben auch noch verschiedene Rauch. Fireworky. Rockt. Hier die schönen Smokes. Alle möglichen Ausführungen. Grün, schwarz. Oh, geil. Boah, das ist aber der dicke hier. Auf jeden Fall. Die geht richtig steil. Nice. Und davon den ganzen Haufen hier. Das läuft.
hier noch mehr. Alles dabei. Morgs. Alles klar, dann geht's mal weiter. Wir bekommen Besuch. Jetzt kommen Kunden. Und hier unten im Laden geht's direkt weiter. Das ist einfach nur eine Stufe tiefer. Das gehört alles zu einem Laden. Hier stehen auch noch ohne Ende Betzen rum. Das macht richtig Spaß. Hier, 20 Euro für so eine Collection. Das ist ein absoluter Schnapper, finde ich. Weil das sind richtig geile Cakes. Jo, hier, Genesis, alles wieder dabei. Achilles, alles am Start. Punisher, No Limits, die Fireball, alles hat man ja drüben schon gesehen. Hier noch eine schöne Titan, richtig geile Kaliber. Infinity, alles dabei. Riesenvulkane, 1500 Gramm, Crackling. Richtig nice Dinger. Alles schön aufgebaut. Alle möglichen Farben. Auch Jorge dabei. Triplex. Richtig nice. Hier, auch eine richtig schöne Cake. Und Jorge. Das ist wirklich schön. Shooter dabei. Junge, Junge. Hier hat er auch wieder ohne Ende die Zinkraketen. Also das macht wirklich Spaß. Das ist Qualität. Haltet euch an die gesetzlichen Bestimmungen zum Abbrand. Ihr müsst es nachher besser wissen. Das ist einfach nur ein Video, dass es das hier gibt. Ihr solltet es ja nicht einführen. Macht nur das, was ihr wirklich dürft. Und dann kriegt ihr auch keinen Stress. Nur das mal vorab. Hier geht es direkt weiter. Ah, herrlich, die Solaris. Alles dabei. Auch wieder die Shell Sets. Hier oben. Richtig schönes Design, ey. Junge, Junge, richtiger Alien. Hier, Thunder King. Schöne Salutbätze. Geht immer wieder. Cassiopeia haben sie auch. Auch die Mars ist am Start. Und wieder Rauch ohne Ende. Da kommt wirklich Freude auf. Wieder die Knallpatronen zuhauf. Und die Bengalos. Und auch kleinere Vulkane hier. Müssen ja auch nicht diese Riesendinger mal sein. Für die Kleinen unter euch waren ein paar Feuervögel. Albatros ist auch am Start. Jo, dann haben wir wie gesagt noch die Dummbombs und die FP3. Reichlich davon. Funke PS5 ist auch immer wieder am Start. Klasse Böller, kann ich nur empfehlen. Tipptopp, Tone Blue, auch dabei. Hier, Exploder 4. Nee, das ist ein Tropic Böller. Ach, das sind die neuen Dinger. Cut P1, ganz genau. Die habe ich noch nicht getestet. Schreibt es mal in die Kommentare, ob die euch gefallen. Hier sind die Exploder. Die sind auf jeden Fall richtig nice. Einer der besten Böller in dieser Klasse. Dextrin haben wir auch. Signalus 2.0. Und noch verschiedene kleine Reiber. Jo, und mal wieder Betzen, Betzen, Betzen. Und dieser Ludrex. Hier auch von Funke. Jorge. Eldorado. Hier auch wieder die Matten. Gut, alles klar. Sonst sehe ich erstmal nichts weiter. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer auch an den Besitzer hier wenden. Und dann würde ich sagen, links oben findet mein Kanal so oft lach, rechts oben so oft lach. Und unten verlinke ich euch noch zwei weitere richtig geile Videos. Und je nachdem, wie ihr handeln könnt, bekommt ihr hier auch Prozent. Alles klar, dann sehen wir uns im neuen Video. Haut rein, Pyros!